Montagabend im Ersten. Hier ist Hart aber fair mit Frank Plasberg. Schönen guten Abend. Guten Abend, herzlich willkommen zu Hart aber fair. Vielen Dank. Schön, dass Sie dabei sind heute Abend. Dankeschön. Das erste Wort heute hat der Bundespräsident. Inzwischen trauen wir uns, wenn nicht, sollten wir uns trauen, das fundamentale Dilemma dieser Tage offen auszusprechen. Wir wollen helfen. Aber unser Herz ist weit, doch unsere Möglichkeiten, sie sind endlich. Doch unsere Möglichkeiten sind endlich, sagt der Bundespräsident. Nur wer definiert das Ende der Möglichkeiten? Wenn es ums Geld geht, dann ist noch sehr vieles möglich in diesem Land. Aber da ist ein Faktor, der wirkt unberechenbar. Viele der Flüchtlinge, die zu uns drängen, sind Muslime, arabische Muslime. Ihr Verständnis von Religion und Gesellschaft ist oft ein fundamental anderes. Das fängt bei der Freiheit des Wortes an, der Freiheit der Liebe, dem Wert der Gleichberechtigung. Das sind Errungenschaften der aufgeklärten westlichen Welt, die es zu verteidigen gilt. Sie wollen es weniger pathetisch, etwas praktischer? Wenn ein Imam sich weigert, der CDU-Spitzenpolitikerin Julia Klöckner die Hand zu geben, weil sie eine Frau ist, dann ist das vielleicht kein Skandal, aber ein Alarmzeichen, ein Aufruf, genauer hinzuschauen. Welche islamischen Kräfte in Deutschland werden die vielen Flüchtlinge stärken? Wie vertragen sich Grundgesetz und Koran? Und welche klare Kante braucht die andere Seite der Willkommenskultur? Hart aber fair mit diesen Gästen. Hamed Abdel Samad. Der Politikwissenschaftler wuchs als strenggläubiger Muslim auf. Heute rechnet er mit seiner Religion ab und warnt, die Angst vor dem Islam ist berechtigt. Denn das freiheitliche Leben in Deutschland und die scheinbar so friedliche Lehre des Massenmörders Mohammed widersprechen sich gewaltig. Sylvia Lörmann. Die stellvertretende NRW-Ministerpräsidentin stellt fest, das Bild, das öffentlich vom Islam gezeichnet wird, ist zu negativ und produziert Angst. Wer den Islam für feindselig hält, der sollte mal wieder in die Bibel schauen. Da dreht sich an manchen Stellen selbst mir als Katholikin der Magen um. Jens Spahn, der parlamentarische Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, stellt klar, unsere Willkommenskultur ist richtig, doch besonders wichtig sind klare Regeln. Denn wer zu uns kommt, muss sich auch als Muslim in unsere christliche und freiheitliche Gesellschaft integrieren, ob er will oder nicht. Dietmar Ossenberg. Der ZDF-Journalist berichtete mehr als 13 Jahre aus dem arabischen Raum. Er ist überzeugt, wer derzeit als Flüchtling aus Syrien zu uns kommt, ist kein IS-Kämpfer, sondern gehört überwiegend zur Bildungselite. Diese Menschen helfen uns eher, als dass sie Anlass zur Sorge sind. Zekeriya Altu. Er ist Vorstandsmitglied im größten Muslimverband DITIB und sagt, der Islam gehört schon längst zu Deutschland. Muslime sind auch kulturell eine Bereicherung für dieses Land. Deshalb sollten wir nicht ständig fragen, wer sich wem anzupassen hat. Es wäre viel wichtiger, endlich zu sagen, wir gehören zusammen. Ja, das ist die Runde heute Abend und ich möchte die Diskussion eröffnen mit einer Zuschauermail, die auf den Punkt bringt, was uns viele Menschen geschrieben haben. Unsere Zuschauerin Daniela Dreves hat uns geschrieben. Ich habe Angst. Ich habe Angst, weil hier Massen ins Land kommen, die selbst innerhalb ihrer eigenen Religion keinen Frieden halten können. Wie soll das dann mit einer hier etablierten Religion möglich sein? Angst vor muslimischen Flüchtlingen. Angst vor dem Islam. Die haben viele in Deutschland. Über die Hälfte der Bevölkerung, nämlich 57%, nimmt den Islam als Bedrohung wahr. Und ein noch höherer Anteil, 61%, vertritt die Ansicht, dass der Islam nicht in die westliche Welt passe. Herr Abdel Samad, ein Glaube, der den Menschen hier Angst macht. Haben die Deutschen da Vorurteile oder haben sie einen klaren Blick? Es sind zum größten Teil Urteile und keine Vorurteile. Man sieht ja, was in der Welt geschieht. Man sieht, dass die viele islamischen Gesellschaften sich gerade im Zerfall befinden, dass auch der Islam dort einen Anteil an dieser Misere hat.
Und man sieht, dass hierzulande zu wenig von den Muslimen gemacht wird, um eben diese Probleme anzusprechen. Es gibt so eine komische Arbeitsteilung. Die Radikalen töten im Namen des Islam. Die Islamverbände und manche liberale Muslime sogar sind damit beschäftigt, das Bild des Islam aufzupolieren und den Propheten und den Islam von Terrorismus und von Gewalt frei zu sprechen. Das ist nicht der richtige Ansatz. Man sollte die Probleme ansprechen, man sollte das Kind beim Namen nennen. Dann vielleicht nimmt dadurch die Angst ein wenig ab, wenn die Menschen sehen, dass Muslime die Probleme erkennen, die Krankheiten richtig diagnostizieren und auch etwas dafür tun, diese Krankheiten zu heilen. Was Sie dafür tun, das gucken wir uns gleich mal an. Die Angst kommt ja nicht von ungefähr. Sie können sich in die Rolle reinversetzen eines muslimischen Menschen, der nach Deutschland kommt. Sie waren 23 Jahre alt, als Sie gekommen sind von Ägypten. Haben Sie damals gedacht, prima, dass ich hier bin und ich guck mal, wie ich mich hier anpasse? Oder haben Sie eher gedacht, es könnte nicht schaden, wenn diese Gesellschaft ein bisschen mehr nach dem Koran leben würde? Ja, natürlich. Ich kam als strenggläubiger Moslem nach Deutschland und wurde sofort mit diesem Freiheitsprinzip konfrontiert. Das hat mich in eine Identitätskrise versetzt. Was hat Sie besonders gestört? Alkohol? Alkohol, die verbotenen Früchte des Abendlandes sozusagen. Gehören Frauen alles, auch dazu? Alles, was Spaß macht eigentlich, ist unislamisch praktisch. Und das hat mich in einen inneren Konflikt gebracht, weil ich nicht vorbereitet war, weil ich Deutschland als ein kompliziertes Gerät gesehen habe, für das es keine Gebrauchsanweisung gab. Ich hätte gerne solche Gebrauchsanweisungen. Und genau das, was gerade fehlt, bevor man so viele Menschen empfängt, sind klare Spielregeln, eine klare Sprache, klare Richtlinie und nicht nur auch, wie müssen wir uns verändern und Willkommenskultur. Das ist alles wunderbar. Mir ist viel lieber, dass die Flüchtlinge hier mit Blumen empfangen werden und nicht mit Steinen. Aber damit sie sich tatsächlich wohlfühlen werden, damit sie Teil dieser Gesellschaft werden, dann muss man sich lösen von bestimmten Befindlichkeiten und man muss mit den Menschen wirklich Klartext sprechen. Für wie verbreitet halten Sie bei den Menschen, die jetzt zu uns kommen, die Perspektive, die Sie damals erlebt haben? Deutschland, ein Land, für das die Bedienungsanleitung fehlt, wo man eigentlich lieber ein paar Fixpunkte hat, die man aus seiner eigenen Kultur kennt. Es stimmt natürlich, dass es viele Menschen aus der Mittelschicht aus Syrien kommen, die gut gebildet sind, die auch bessere Perspektive auf Integration haben. Aber ich wage mal zu behaupten, das ist nicht die Mehrheit. Es kommen hauptsächlich junge Menschen, die nicht gut gebildet sind, die alleinstehend sind, zwischen 18 und 30 Jahre alt sind, die nicht nur unbedingt Probleme mit Religiosität haben. Einige Fundamentalisten sind sicherlich dabei, aber es müssen nicht immer IS-Terroristen sein. Wir haben auch Muslimbrüder, wir haben auch Salafisten, die mitgeschleust werden. Aber es kommt auch eine Macho-Kultur mit diesen jungen Menschen, die sehr problematisch ist, die wir auch gerade an Flüchtlingsheimen sehen, Konflikten in Bezug auf Frauen, viele Frauen beklagen, dass sie angegriffen werden, dass sie begrapscht werden. Und das ist etwas, womit sich die Politik auseinandersetzen sollte. Und es überrascht mich, dass man dafür überhaupt nichts getan hatte, obwohl das Problem seit Jahren bekannt ist. Frau Löhrmann, Sie sind da mehrfach angesprochen. Als Politikerin, als Frau, was die Rolle der Frauen angeht, in der Sichtweise der Menschen, die da zu uns kommen, kommt das noch oder ist das bisher vergessen worden, darauf zu achten bei aller Willkommenskultur? Für mich ist klar, dass wir Spielregeln haben und dass das Grundgesetz gilt und dass auch klargestellt ist, dass das Grundgesetz über den Religionen steht. Dass wir Religionsfreiheit haben, das ist klar. Und deswegen gibt es keine Toleranz in dieser Frage. Wir wissen nur von unserem Innenministerium, dass die meisten Salafisten in Deutschland aufgewachsene junge Männer sind. Und dass wir, glaube ich, uns hüten sollten vor einfachen Kategorisierungen und einfachen Schuldzuweisungen.
Bevor wir uns auf das Thema der Salafisten im Speziellen stürzen. Das war jetzt gerade genannt. Und natürlich müssen hier die Spielregeln unserer Gesellschaft gelten. Und deswegen braucht es Sprach- und Integrationskurse. Gebrauchsanleitung finde ich fast ein bisschen zu einfach, ehrlich gesagt. Unser Grundgesetz, unsere Gesellschaft ist ja kein Beipackzettel eines Arzneimittels, sondern klar ist, wenn wir wissen, die Menschen bleiben hier, weil sie vom Krieg geflohen sind, das ist bei den meisten syrischen Flüchtlingen so, dann müssen wir schnellstmöglich an der Integration arbeiten und dann müssen wir daran arbeiten, dass die Spielregeln unserer Gesellschaft natürlich gelebt werden. Wir wissen auch, Sie haben die Studie zitiert, der Religionsmonitor sagt, dass die in Nordrhein-Westfalen lebenden Muslime, die lange hier leben, unser Grundgesetz wertschätzen, dass das 90% sind, die die Spielregeln unseres Grundgesetzes genau richtig finden und für eine aufgeklärte, plurale Gesellschaft eintreten. Ich werbe dafür, dass wir für viel Begegnung sorgen, dass wir für Aufklärung sorgen, damit die Ängste, die wir natürlich ernst nehmen müssen als Politik, damit wir diese Ängste abbauen können. Herr Spahn. Tun wir doch nicht so, als wenn das ein Privileg in Deutschland wäre. Schauen Sie mal, wir haben in Ägypten orientiert sich die Verfassung ja im Zivilrecht an der Scharia. Das Strafrecht ist Englisch und das Strafrecht ist Französisch. Die Muslime in Ägypten sind auf den Tahrirplatz gezogen, um für Demokratie einzutreten. Und sie sind wieder auf den Tahrirplatz gezogen, um sich vom Joch der Islamisten zu befreien. Also sie sind demokratiefähig. Sie wissen ganz genau, was demokratische Werte sind. Wir sollten uns doch nicht einreden lassen, dass der Islam daran schuld ist, dass die Leute alle mit Scheuklappen vor den Augen durchs Leben rennen. Das stimmt doch. Aber es ist doch nicht nur eine Frage, Ossenberg, von Religion, sondern da kommen hunderttausende Menschen ins Land. Das ist ein Misch aus Religion, Tradition, Kultur. Ob Afghanistan, Syrien, afrikanische Länder, Pakistan, die Zahl steigt. Und es ist ja erstmal ein klarer Befund, dass das meistens Länder sind, in denen es zumindest mit der Gleichberechtigung von Mann und Frau nicht ganz so weit her ist wie mit uns, wo mit Juden und mit Schwulen nicht gerade zimperlich umgegangen wird, um es noch freundlich auszudrücken, und wo Religionsfreiheit jetzt auch nicht ganz oben auf der Tagesordnung steht. So, und da können die ja auch erstmal nichts für. Aber trotzdem, finde ich, müssen wir vom ersten Tag an hier ziemlich deutlich machen, was gilt. Und das ist ja eigentlich das ist ja das Versäumnis der Vergangenheit. Das ist ja auch das, was falsch gelaufen ist über Jahrzehnte eigentlich in der deutschen Integrationspolitik, dass wir nicht selbstbewusst vom ersten Tag an gesagt haben, es gibt so ein paar Regeln in Deutschland, die gelten. Und wenn ich jetzt schon wieder Beiträge oder Nachrichten gerade in der Tagesschau sehe, wo es heißt, wir müssen in den Flüchtlingslagern nach Religionen möglicherweise sortieren, dann ist das völlig falsche Signal. Das mag eine Zumutung sein für den einen oder anderen, dass er jetzt mit Christen oder mit Sunniten oder Schiiten zusammen sein muss, aber er sollte es vom ersten Tag an lernen, dass das in Deutschland was ziemlich Normales ist, und da sollten wir auch keine Abstriche machen. Machen wir doch nicht. Sie vertreten DITIB und DITIB vertritt Muslime, vor allen Dingen türkische Muslime. Haben Sie auch Befürchtungen, dass durch die hohe Zahl arabischer Muslime, die da kommt, dass sich auch Ihre Gemeinde in Deutschland wesentlich verändert? Also wir vertreten nicht nur türkische Muslime, sondern in unseren Gemeinden ist eine erhebliche Zahl auch an nicht türkischstämmigen Muslimen immer vertreten. Das liegt zumindest auch daran, dass in vielen kleineren Ortschaften und Gemeinden die DITIB meistens die einzige Moschee vor Ort stellt. Aber das ist gar kein grundsätzliches Problem, dass man sich vor Überfremdung fürchtet. Ich habe aber bisher der Diskussion sehr gespannt zugehört und vernommen, dass man hier auch suggeriert, Ängste und auch die Problematik, dass die gescheiterte Integration bisher in Deutschland auch ein Thema ist, würde allein am Islam liegen oder wäre allein ein Problem der Muslime. Dem ist nicht so. Die Studie auch von Bertelsmann oder auch alle Studien der letzten Jahre zeigen übrigens auch eine Differenz zwischen West und Ost. Frau Löhrmann hat eben angesprochen, dass in Nordrhein-Westfalen ganz andere Zahlen zustande kommen als zum Beispiel im Osten unserer Republik, wo die Menschen kaum Muslime kennen. Das heißt, in Dresden, wo 0,2 Promille Muslime leben, ist die Angst vor Muslimen am größten. Das heißt, Muslimfeindlichkeit braucht die Muslime nicht, genauso wie früher die Ausländerfeindlichkeit keine Ausländer gebraucht hat. Ich glaube, wir brauchen mehr Normalität. Natürlich gibt es klare Regeln, natürlich gilt das Grundgesetz für alle Menschen in Deutschland.
Das bezweifelt hier kein Moslem. Und ich glaube auch, dass die Flüchtlinge, die hier zu uns kommen... Darf ich den Satz noch mal klammern? Sie sagen, das bezweifelt hier kein Moslem. Sie werden noch Beispiele sehen, dass das sehr wohl bezweifelt wird von Moslem. Darf ich Sie an meine Frage erinnern? Oder noch besser an die Frage unserer Zuschauerin, die sagt, Muslime bringen natürlich, sie halten nicht mal untereinander Frieden, sie bringen ein großes Konfliktpotenzial mit hier. Was bedeutet das für die muslimische Gemeinde, wenn man sie überhaupt so nennen kann, in Deutschland? Also das bezweifeln die Muslime, die länger hier in Deutschland leben, nicht. In dem Sinne möchte ich das konkretisieren. Und auch die Flüchtlinge werden nach einer kurzen Zeit, glaube ich, runterkommen von ihrer Traumatisierung und von ihrer Hektik und werden sich dieser Normalität anpassen. Was bedeutet, wir sehen übrigens an dieser Konstellation, das ist keine Problematik der interreligiösen Spannung ist, sondern das ist eine Problematik, wie auch in der eingespielten Video gezeigt wurde, das ist auch eine Problematik der hohen Enge, der Traumatisierung der Menschen, der Zustände in den Ländern, aus denen sie kommen. Sie kommen aus Kriegsgebieten, das heißt, sie sind angespannt, sie sind bis aufs Höchste angespannt und haben Feindseligkeiten erfahren. Und sie benutzen natürlich die Situation, nicht alle, aber um im Namen der Religion teilweise das fortzusetzen. Was passiert? Sie haben das eben angesprochen, Herr Spahn, dass es nicht sinnvoll sein kann, Forderungen zu erfüllen, jetzt Flüchtlingsgruppen nach religiösen Gemeinschaften zu trennen. Was passiert, wenn sich mehrere Gruppen in einer Unterkunft wiederfinden? Das weiß vor allen Dingen die Polizei, die immer wieder zu Streitfällen gerufen wird. Ganz extrem ist es hier in diesem Beispiel, aus dem man aber auch was lernen kann. Ein verwüstetes Büro in einem Flüchtlingsheim im thüringischen Suhl. Ergebnis eines Konflikts um Religionsfragen. Im Laufe einer Auseinandersetzung in der Unterkunft hatte ein zum Christentum konvertierter Afghane etliche Seiten aus dem Koran gerissen. Einige spülte er sogar die Toilette runter. Muslimische Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan fühlten sich provoziert. In der Unterkunft kam es zu wilden Ausschreitungen mit mehr als 100 Beteiligten. Die Angreifer wollten dem Christen an den Kragen. Mit Eisenstangen, Steinen und Möbelstücken demolierten sie Fenster und Türen. Die Bilanz der Gewalt? 17 Verletzte. Ermittlungen wegen versuchten Totschlags, Landfriedensbruch, Körperverletzung und Sachbeschädigung. 125 Polizisten im Einsatz, 90 Rettungskräfte vor Ort, 7 beschädigte Polizeifahrzeuge, 3 weitere beschädigte Autos. 200.000 Euro Gesamtsachschaden. Und das war der Anlass. Herr Abdelzimmert, finden Sie, Muslime müssen es aushalten, wenn jemand ihre heilige Schrift in die Toilette wirft? Ja, in einer offenen Gesellschaft, das ist nicht schön. Das sollte man auch nicht applaudieren, wenn sowas passiert. Aber in einer offenen Gesellschaft muss man sowas dulden. Man kann die Polizei verständigen, aber in Rage zu geraten und gleich jetzt den Koran oder den Propheten rächen zu wollen, das ist eine Kultur, die wir hier nicht haben können. Das ist sehr gefährlich für die Meinungsfreiheit. Das ist sehr gefährlich für das Zusammenleben. Hier leben so viele Kulturen und Religionen mit Menschen, die nicht an Religion glauben. Und Muslime können nicht erwarten, von 6 Milliarden Nicht-Muslime all ihre Heiligtümer so zu achten, wie Muslime das tun. Man muss mit seinen Gefühlen umgehen, bevor man die Kritiker oder die Schmäher einfach angreift. Sagen Sie heute, Sie selbst sind der Sohn eines Imams. Ich habe es eben schon mal gesagt, sind mit 23 nach Deutschland gekommen, waren unterwegs auch mal strenggläubiger Muslimbruder. Hätten Sie ähnlich ausrasten können zu dieser Zeit wie die Menschen dort? Ja, ich bin auch oft ausgerastet, weil man meine Religion damals kritisiert hatte. Oder, was hat das auch mit Ihnen und was hat das mit dem Koran zu tun? Wie ist da die Verbindung? Ja, der Koran und der Prophet sind unantastbar für einen Moslem. Man darf sie nicht kritisieren, man darf sie nicht in Frage stellen, geschweige denn zu schmähen oder sich satirisch darüber auszulassen. Das hat mich provoziert, aber ich bin im Nachhinein eigentlich dankbar für alle Menschen, die mich in Bezug auf Religion provoziert haben, weil das hat bei mir einen Denkprozess ausgelöst, sodass ich langsam gelernt habe, mich kritisch mit den Quellen meiner Religion, auch mit den Propheten umzugehen, so dass man sich befreien kann von den Zwängen der Tradition. Solange man alles unantastbar lässt,
dann bewegt sich nichts. Aber dafür und muss genau ich doch das den Koran ist, das nicht ins Klo das schmeißen. Ist, das es gibt ist auch ein Respekt. Was ist schlimmer? Respekt was, vor den aber was ist schlimmer? Als, was lassen ist, Sie Herr Rosenberg, doch hören Sie doch ja, mal kurz. Als in Kairo die Bibel verbrannt wurde, hat man denjenigen, der die Bibel waren, so diese wahnsinnigen Fundis da vor der amerikanischen Botschaft, ist der Mann verhaftet worden und verurteilt worden, was ich richtig finde. Also es gibt schon einen bestimmten Respekt der Religionen also, ich habe keinen Respekt vor Menschen, die Gewalt benutzen. Kein Respekt vor Menschen, die Gewalt benutzen. Es ist nicht schön, wie ich gesagt habe, aber man muss sowas dulden, weil es so viele verrückte Menschen gibt und man kann nicht immer diese Menschen kontrollieren. Man kann aber seine Gefühle kontrollieren. Und das ist das, was ich erwarte von auch liberalen Muslimen und auch Islamverbänden, diesen Menschen beizubringen, dass sowas in Europa keine Katastrophe ist und sowas kann vorkommen. Herr Altu, Herr Spahn, haben Sie die Nerven, bitte? Herr Altu, würden Sie das als Ihre Aufgabe ansehen, Menschen, die jetzt zu uns kommen, ihnen zu sagen, ja, das ist nicht schön, so wie Sie es formuliert haben, aber das gehört in diesem Land zur Meinungsfreiheit? Also wir müssen auch als Muslime natürlich akzeptieren, dass hier andere Umgangsformen herrschen wie vielleicht in den Herkunftsländern. Nichtsdestotrotz muss aber auch die deutsche Gesellschaft lernen, auch Respekt vor dem anderen zu haben und auch von der Andersartigkeit der anderen. Ich versuche mir vorzustellen, warum es zu... Wer ist denn aber jetzt wir? Also ich zähle mich zu Deutschland dazu. Ja, eben. Aber also, das ist doch schon mal als deutscher Muslim sehe ich dann die deutschen Muslime auch in dieser Pflicht, aber auch die deutsche Gesellschaft insgesamt. Ich trenne hier gar nicht. Ja, doch, also, das war aber ja zu Beginn schon wieder eine Trennung sozusagen zwischen Muslimen und Deutschen. Ich kenne ganz viele, auch jüngere, deutschstämmige Muslime, die sind auch genervt, dass sie sich ständig rechtfertigen müssen. Das verstehe ich auch. Aber wir müssen aber andersrum eben auch zur Kenntnis nehmen, dass es diese vielen Vorbehalte, die Umfrage ist vorhin angesprochen worden, dass es die gibt. Dass es irgendwie ein ungutes Gefühl gibt. Man muss ja nur die Tagesschau von gerade nehmen. Taliban, ISIS, dass da was ist. Und da finde ich schon, haben wir eine gemeinsame Verantwortung. Die kann man nicht nur der deutschen Politik sagen nach dem Motto, ihr müsst mal für ein bisschen mehr Offenheit werben, dass auch die Religionsgemeinschaften, die muslimischen Gemeinden hier in Deutschland schon auch eine Verantwortung haben, eine andere auch Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Das ist nicht nur Fastenbrechen, übrigens auch eine andere Jugendarbeit zu machen. Ich kann mit meinem Imam, mit den Imamen in meinem Wahlkreis, mit keinem von denen auf Deutsch reden. Mit keinem. Weil die alle aus der Türkei geschickt sind, aus der Türkei bezahlt werden, kein Wort Deutsch reden. Dass ich da irgendwie mit einem unguten Gefühl wieder gehe, verstehen Sie vielleicht. Und das ist dann eben schon die Frage, wie weit ist irgendwann so eine Religion auch angekommen? Die Frage war ja, gehört der Islam zu Deutschland? Wir können ja mal andersrum fragen, gehört Deutschland zum Islam? Ich würde sagen, gehören die Prinzipien, die dieses Land tragen, Rechtsstaatlichkeit, Trennung von Staat und Religion, Religions- und Meinungsfreiheit, Gleichberechtigung von Mann und Frau, übrigens auch das besondere Verhältnis zu Israel. Aber gehört das auch zum Islam? Ist doch gar kein Streitpunkt, dass wir das hier für uns in Anspruch nehmen. Wer das nicht akzeptiert, zu uns kommen will, hat hier nichts zu suchen. Basta, Ende der Veranstaltung. Aber schauen Sie, diese Angst, die wir hier in Deutschland haben, vor diesem fundamentalistischen Islam, die ist ja durchaus gerechtfertigt. Aber wo gibt es denn die meisten Menschen, die davor Angst haben? Das sind in den arabischen Ländern. Gucken Sie doch mal an, was in Libanon ist. Gucken Sie sich an, was in Ägypten ist. Das ist alles schön und gut. Aber die Leute haben eine Panik vor dem fundamentalistischen Islam. Also es ist doch nicht so, dass uns das ein Privileg, diese Angst ein Privileg für die Deutschen ist. Nein, diese Leute haben genauso Angst davor und sie wollen genauso davor geschützt werden. Aber dann frage ich mich andersrum wieder, wenn in den Flüchtlingseinrichtungen Menschen sind, die vor Verfolgung und Vertreibung geflohen sind, warum wir einen Artikel, eine Meldung nach der anderen haben, dass Christen und Jesiden es in diesen und auch Schiiten und Sunniten untereinander in den Flüchtlingseinrichtungen es so zugeht, wie wir es gerade gesehen haben. Da passt doch dann irgendwas nicht zusammen. Weil diese Konflikte natürlich mit zu uns kommen. Ja, aber dann sollen wir es auch ehrlich sagen. Da muss man auch lösen. Oder man muss die Menschen, es tut mir leid, wenn ich Ihnen widerspreche, aber dann muss man in der Zeit, in der diese Konflikte jetzt aufbrechen, muss man dafür sorgen, dass sie eben nicht sich entfalten können. Und das heißt eben auch in dieser hoch aufgeladenen Situation von mir aus Christen, Jesiden oder Sunniten zu trennen, damit diese Konflikte in der Gegend werden. Oder den Leuten von Anfang an zu sagen, auch die blasphemische Frage, was hat dazu geführt, dass eure Gesellschaften so kaputt gegangen sind? Das ist genau diese Geisteshaltung. Das ist genau diese Intoleranz unter den Religionen. Und wie der Islam sich verhält gegenüber Jesiden
in diesen Ländern und gegenüber Christen in diesen Ländern ist ja bekannt. Ist doch richtig. Nirgendwo werden Christen verfolgt wie in der islamischen Welt. Das ist eine Realität. Und wenn man die Leute empfängt, dann kann man ihnen auch sagen, das sind die Verhältnisse, die eure Länder kaputt gemacht haben. Das ist diese Empfindsamkeit und diese Emotionalität in Bezug auf die Religion, die Sie, Herr Alto, bewahren wollen. Nein, die Leute sollten eigentlich von Tag 1 hier lernen, dass diese Verhältnisse, dass sie selber etwas dafür tun müssen, dass diese Verhältnisse, die ihre Länder kaputt gemacht haben, nicht nach Deutschland importiert werden und mit Hilfe mancher Islamverbände auch verankert. Die Frage ist aber, ob der Islam diese Länder kaputt gemacht hat. Herr Oschenberg hat eben sehr gut dazu beigetragen, in Ägypten sind die Muslime zum Tahrir-Platz und zum Rabiatul Adawiyah-Platz gegangen, um für Demokratie einzustehen. Säkulare Kräfte haben diese Freiheit, diesen Freiheitskampf wieder rückgängig gemacht. In Syrien, im Irak, wo jetzt die größten Konfliktherde entstehen, haben davor säkulare, eher marxistisch-leninistische Systeme geherrscht über Jahrzehnte. Und wir haben in der islamischen Welt eine Tradition. Im Moment kommen aus Syrien, aus dem Irak Christen, Jesiden, Drusen und Muslime nach Deutschland. Ich frage mich jetzt gerade, ob die jetzt aus dem Weltall oder vom Mars dahin transportiert wurden. Diese Menschen haben jahrhundertelang dort nebeneinander existieren können. Es hat Spannungen gegeben, aber sie haben gemeinsam existieren können. Aber die Unterdrückung der Religion, insbesondere zu Zeiten der Diktaturen, die hat dafür gesorgt, dass heute Muslime viel problematischer auch mit ihrer eigenen Religiosität umgehen. Menschen, die in ihrer Religion nicht gut bewandert sind, die nicht gefestigt sind, die machen sich stärker an Symbolen fest. Und das sehen wir zum Beispiel auch beim Thema Koran, beim Thema Prophetenkarikatur. Aber was mich Menschen, so stört, die in ihrer Religion gefestigter sind, können das gelassener nehmen. Daher sage ich immer, nicht weniger Religion ist die Lösung, sondern Normalität der Religiosität. Aber auch das ist am Ende nicht nur ein Thema von Religion, sondern ist ja am Ende immer ein Mischmasch. Ja, Tradition, ja. Kultur, genau. Religion. Islam in Afghanistan ist anders als Islam in Indonesien oder Islam in Syrien. Und katholische Kirche in Brasilien ist auch anders als katholische Kirche in Deutschland. Und katholische Kirche von Herrn Wölke ist auch anders als katholische Kirche von Herrn Meissner. Das ist also da auch die spannende Frage ist nur, gibt es dann einen rheinischen Islam? Aber was mich so stört, ist, dass wir das alles im Moment auf die Religion schieben oder transferieren. Schauen Sie, das, was wir im Augenblick an Konflikten haben in der arabisch-islamischen Welt, hat doch mit Religion relativ wenig zu tun. Der islamische Staat, die Taliban, das sind Terrororganisationen, die zwar für sich in Anspruch nehmen, im Namen des Islam oder des Propheten zu morden und zu töten, aber das sind Terrororganisationen, die zunächst einmal von sehr weltlichen Mächten gesponsert werden. Das heißt, wir haben den islamischen Staat, Herr Erdogan hat den islamischen Staat aufgebaut oder unterstützt, um Herrn Assad zu stürzen. Die Amerikaner haben sehr früh, Herr Casey, damaliger CIA-Direktor, erkannt, er setzt den Islam als politische Waffe gegen die Russen ein. Das heißt, wir haben kaum eine islamische Terrororganisation, heute überhaupt keine, die nicht in einem, ich sag mal, globalen Machtkampf verstrickt ist. Und wir glauben immer, das hätte irgendwas mit dem Islam zu tun. Das stimmt doch überhaupt nicht. Allerdings beruft sich Entschuldigung, an sich ist es aber so, dass der IS sich natürlich auf Mohammed in großen Teilen beruft. Wer die Gelder dafür gibt, das haben Sie gerade skizziert. Die Frage ist, woher das propagandistische Fundament kommt. Und unser Gast, Herr Abdel Samad, hat in seinem Buch genau dazu was geschrieben. Kriegsbeute, Sklavenhandel und die Einführung einer Kopfsteuer für Ungläubige blieben noch Jahrhunderte nach Mohammeds Tod die Haupteinnahmequellen der islamischen Herrscher. Alle muslimischen Eroberer beriefen sich auf Mohammed. Und heute rechtfertigt die Terrorbande des Islamischen Staates, IS, ihre Feldzüge und ihre Vernichtungsfantasien mit dem Werdegang des Propheten, der Kriegsgefangene enthaupten ließ und Ungläubige aus ihren Wohnstätten vertrieb. Herr Abdel Samad, verstehe ich Sie richtig? Sie sehen eine direkte Verbindungslinie zwischen dem Leben und dem Handeln Mohammeds und dem, was die Terroristen im Namen Allahs da anrichten. Selbstverständlich. Es gibt nichts, was der IS heute tut, was Mohammed und seine Gefährten und seine ersten Gemeinde und seine Nachfolger nicht getan haben. Ob
Diese Eroberungskriege, diese Vertreibung der Ungläubigen aus ihren Heimatstädten, Enthauptung von Ungläubigen, von Kriegsgefangenen, auch diese Frauen als Kriegsbeute zu erbeuten, auch mit ihnen Sex zu haben und das als religiös legitim zu bezeichnen, all das hat Mohammed und seine Nachfolger auch getan und seine Gemeinschaft. Und das Problem ist nicht nur, was Mohammed damals gesagt oder getan hat. Das Problem ist eben, dass Mohammed bis heute unantastbar geblieben ist und als moralisches und politisches Vorbild für das 21. Jahrhundert. Selbstverständlich orientieren sich nicht 1,5 Milliarden Muslime nach diesen Kriterien und gehen nicht in die Welt, um Köpfe abzutrennen oder Frauen zu vergewaltigen. Aber wer die Texte tatsächlich ernst nimmt und sie eins zu eins umsetzen will, da findet er Legitimation davon. Und das Problem ist, dass diese Texte nicht in Frage gestellt werden. Immer alles Gottes Wort, alles das letzte Wort Gottes. Und das ist die ungeheure Macht. Und das ist mein Vorwurf an die Islamverbände, die in den Moscheen genau dieser Geisteshaltung, niemand in DITIB würde sagen, wir brauchen Dschihad oder wir müssen nach Syrien gehen und kämpfen. Ja, aber die Frauenbilder und die Gesellschaftsbilder, die dort gepredigt werden, die Idee des Dschihad, damit wurde nie abgeschlossen. Die Idee des Kalifats wird in vielen Islamverbänden, wie bei Mille Görich und viele arabischen Moscheen, auch in vielen DITIB-Moscheen gepredigt. Man hat sich davon nicht abgelöst. Man füttert die jungen Menschen mit einem konservativen Bild, Gesellschaftsbild. Man jagt ihnen schlechtes Gewissen ein, dass sie nicht islamisch genug sind, dass sie Alkohol trinken, dass sie Freundinnen haben. Und natürlich, das treibt die jungen Menschen in die innere Abhängigkeit. Und der Wunsch, sich von der Sünde zu befreien, sich endgültig dem Propheten gerecht zu werden, treibt viele in die Hände des IS. Die meisten jungen Muslime halten die Spannung aus und suchen sich wie im offenen Buffet von den unterschiedlichen Kulturen was. Aber die, die die Spannung nicht aushalten können, sie werden Fundamentalisten und sie berufen sich direkt auf Mohammed und kriegen sogar Hilfe von den Moscheen. Also da habe ich jetzt ein Herr Problem Altun. Damit. Damit habe ich jetzt ein sehr, sehr großes Problem, weil alle Untersuchungen und auch alle Erfahrungsberichte, sowohl von Sicherheitsbehörden, aber auch von Aussteigerprogrammen oder Präventionsprogrammen, legen doch genau das Gegenteil dar. Dass die jungen Menschen, die in den Moscheen sozialisiert sind, gegenüber dem IS und seinen Rattenfänger-Slogans eben gefeit sind, dass sie dem nicht verfallen. Wir haben doch den Fall, dass junge Menschen nach Syrien oder Irak auswandern, um dafür den Dschihad zu kämpfen oder den Dschihad als Kampf verstehen, die vorher gar keinen Bezug zum Islam hatten. Das ist Realität. Und es wundert mich auch so ein bisschen, dass Herr Abdessamad den Koran oder die Überlieferung des Propheten genau in dieser Linie liest, wie diese Menschen, die eigentlich vorher überhaupt keine Kenntnis über den Islam haben, aber 1,5 Milliarden Menschen, Muslime, die den Mainstream ausmachen, die in den muslimischen Verbänden organisiert sind, sehen einen barmherzigen Propheten, sehen einen barmherzigen Islam aus diesen Quellen heraus. Kann es sein, dass Sie das, was hinter den Türen von Moscheen passiert, Herr Spahn sagt gerade, er versteht keinen Imam in seinem Wahlkreis, weil er eben nicht Deutsch spricht. Können Sie das so vollmundig behaupten, dass das so positiv, so integrierend zugeht? Ich möchte Ihnen ein Beispiel zeigen, was hier nur ein Beispiel ist, aber es spielt auch eben bei DITIB, was dort möglich ist hinter den Türen einer Moschee. Es geht um dieses Foto, das in der DITIB-Moschee in Dinslaken aufgenommen ist. Es zeigt einen Jugendlichen im IS-T-Shirt und ein Vorstandsmitglied des Moscheevereins, links in Lederjacke. Beide strecken einen Zeigefinger in die Luft. Der so ausgestreckte Zeigefinger ist auch ein Erkennungszeichen der Terrororganisation Islamischer Staat. Der Mann arbeitete aktiv in der Gemeinde. Dieses Foto zeigt ihn bei einer Koranlesung. Sympathisanten des IS in einem deutschen Moscheeverein? Der Fall hat Konsequenzen. Nicht nur dieses Vorstandsmitglied, sondern gleich der gesamte Vorstand der DITIB-Moschee in Dinslaken sind inzwischen zurückgetreten. Auf der Homepage heißt es: Das Foto hat deutlich gemacht, dass in diesem Fall eine Person dem Anspruch, den wir uns für unsere Arbeit setzen, nicht gerecht geworden ist.
Diesen Fehler hat auch das betroffene Mitglied erkannt und mit sofortiger Wirkung all seine Vorstandstätigkeiten niedergelegt. Allerdings kam dieser Vorfall nur durch die Berichterstattung in den Medien ans Tageslicht. Dass es sich dabei um einen Einzelfall handeln könnte, bezweifeln Fachleute. Die Verbände hätten sich mit diesen Auswüchsen im Grunde schon länger auseinandersetzen müssen. Und wir haben ja immer wieder Hinweise bei den unterschiedlichsten Organisationen, dass es hier junge Leute gibt, die sich zum Salafismus in seinen unterschiedlichen Schattierungen hingezogen fühlen. Herr Althub, Einzelfall, Konsequenz gezogen. Der Verfassungsschutz sagt, da ist mehr möglich gewesen, was Sie versäumt haben. Also ich danke für dieses Beispiel. Wir haben auch mit dem Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen über dieses Thema und auch über andere Moscheen gesprochen. Und in der Tat ist es so, dass diese Situation ganz anders rübergekommen ist, als es sich darstellt. Weil auch wenn wir der Meinung sind, es war wichtig, dass der gesamte Vorstand erstmal als konsequent zurückgetreten ist, haben unsere sowohl internen als auch externen Ermittlungen ergeben, dass hier eigentlich der Vorstand eine sehr, sehr gute Arbeit gemacht hat. In Dienstlaken hatten wir schon seit längeren Jahren, also nicht nur seit 2-3 Jahren, sondern vielleicht schon seit 2006, 2007, eine Situation, wo Jugendliche radikalisiert wurden. Und diese Gemeinde hat versucht, diese Jugendlichen von dort fernzuhalten, sie wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Und genau das ist jetzt die Situation, wofür man angeklagt wird. Und, Sie bestreiten aber nicht, dass es dieses Bild gibt und dass das eben auch Bild, ein Mitglied ja, war. Ja, dieses Bild gibt es. Dieses Bild wurde 2013 aufgenommen. Mhm. Zu dieser Zeit waren diese Symbole nicht primär als IS-Symbole bekannt, sondern dieses Zeichen, was dieser Jugendliche an der Brust trägt, ist ein Prophetensiegel. Das heißt, dort ist der Name des Propheten abgebildet. Und zu der Zeit war der IS erst neu am Aufkommen. Trotzdem haben wir die Konsequenz gezogen und haben gesagt, das kann in unseren Gemeinden... Sie müssen den skeptischen Blick von Frau Löhrmann sehen, die an Ihrer Seite sitzt. Bei allem guten Willen, wie geht der Satz weiter bei Ihnen? Sie gucken gerade so. Also glauben Sie diese Erklärung? Ich höre zu und ich finde, dass eins ansteht, natürlich die Auseinandersetzung um die Auslegung des Islam. Weil den Islam so gibt es nicht. Sie haben das beschrieben und deswegen kommt es, glaube ich, darauf an, wenn wir über Integration sprechen, wenn wir davon sprechen, dass wir Angst abbauen müssen, dass wir sozusagen eine wissenschaftliche Fundierung vornehmen müssen. Das machen wir. Der Bundespräsident, den Sie am Anfang zitiert haben, ich hatte die Ehre, ihn zu besuchen in Münster, wo es einen theologischen Lehrstuhl gibt, hat Frau Schawan bewilligt, weil wir den islamischen Religionsunterricht in deutscher Sprache in unseren Schulen einführen, damit die Kinder und Jugendlichen lernen, über ihren Islam zu sprechen. Und Herr Khorshid, der dort diesen Lehrstuhl führt, tritt ausdrücklich ein für einen humanen Islam, für ein humanes Verständnis von Mohammed. Wird Herr Khorshid von den Verbänden behandelt? Er wird zum Teil kritisiert von den Verbänden. Nicht nur zum Teil kritisiert, die verlangen, dass er seine Lehrerlaubnis verliert. Er verliert die Lehrerlaubnis nicht, er tritt dafür ein. Und wir haben Frau Löhrmann, einen Beirat, sagen Sie es mal mit Ihrer Stimme, da muss Herr Abdelsamad Sie nicht unterbrechen. Nein, ich möchte aber vielleicht eben... Ja, sagen Sie es nur noch mal, wie wird er von den Verbänden kritisiert, von Teilen der Verbände? Was wird von Ihnen gefordert, was sollen Sie machen mit dem Mann? Ich mache gar nichts mit dem Mann. Was von den Verbänden gefordert wird? Berichten Sie doch mal. Die Verbände kritisieren zum Teil, dass er den Islam zu liberal auslegt. Er selber sagt, er beruft sich auf die Schriften und tritt dafür ein. Er hat den Lehrstuhl, das kritisiert niemand. Und der Bundespräsident hat dort, weil dann gab es auch Diskussionen, als der Bundespräsident in Münster war, und der Bundespräsident hat gesagt, das ist mir als Christ sehr vertraut, dass man um die richtige Auslegung der Religion streitet. Das soll in anderen Konfessionen auch vorgekommen sein. Aber das ist doch die neue Qualität. Und das ist doch das, worum wir ringen müssen, dass wir hier einen Islam haben. Nicht, ob wir ihn haben. Wenn in Duisburg 30% der Menschen muslimischen Glaubens sind, dann haben wir ihn. Dann müssen wir damit so umgehen, dass er verträglich ist mit unserer Gesellschaft und wir berufen uns auf die Religionsfreiheit. Und der Papst hat gestern gesagt, für Gotteskrieger ist hier kein Raum. Auch das hat der Bundespräsident, glaube ich, heute gesagt. Und da müssen wir uns erstmal einig sein, damit wir dann an der konkreten, harten Arbeit vorankommen. Das Wichtige ist doch, dass wir dabei... auch die Verbände alle im Boot haben und auch über weit über die Rhetorik hinaus. DITIB hat wichtige Arbeit geleistet, ohne Zweifel, auch in 60er, 70er, 80er Jahren, auch was Integration angeht, für diejenigen, die gekommen sind, auch einen Halt zu bieten. Auch die existieren erst seit 85. Meinetwegen auch die vorherigen Moscheeverbände und anderes mehr.
ist jetzt, im Übrigen könnten Sie dann auch Ihren Namen ändern. Sie haben noch einen türkischen Namen als DTIP. Tiwa wäre, glaube ich, der deutsche Name. Aber unabhängig davon würde ich doch eins sagen. Sie haben gute Arbeit geleistet, ohne Zweifel an vielen Stellen, eine wichtige Arbeit. Aber ich glaube, das war eine Übergangslösung. Wir müssen jetzt in eine Situation hineinkommen, wo nicht mehr ein türkischer Staat hier die Imame in großen Teilen finanziert oder eine andere ausländische Behörde das irgendwie finanziert, sondern wir müssen Jugendarbeit und Religionsunterricht, und das ist ja das, was Schritt für Schritt passiert, auf eigene, sozusagen Deutsche in Deutschland auch ausgebildete Füße aber stellen. Genau diese, und da würde ich mir, tatsächlich mehr Engagement auf der Verbände wünschen. Weil wir haben ja bis heute auch das Problem, dass die allermeisten Verbände von ihren Mitgliederzahlen her und auch von ihrem Bekanntheitsgrad her auch gar nicht für die Muslime insgesamt sprechen können. Das kommt natürlich als Schwierigkeit noch mit dazu. Mit wem sollen wir eigentlich Verträge schließen? Aber ich finde schon, dass wir da ein gemeinsames Verständnis brauchen, dass wir mittelfristig jedenfalls Imame haben sollten, die Deutsch sprechen, die in Deutschland ausgebildet wurden, dass wir Religionslehrer an deutschen Schulen haben sollten, die in Deutschland ausgebildet wurden und hier an den deutschen Schulen islamischen Religionsunterricht geben. Wenn das das gemeinsame Ziel ist, bin ich stolz auf dieses Land, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Herr Ostenberg. Wie intensiv wir uns hier mit einer fremden Kultur, einer fremden Religion auseinandersetzen. Wir machen es uns nicht einfach und viele Leute haben Riesenprobleme damit. Das, was mich in der gegenwärtigen Situation nur so stört, ist, ich kenne seine Bücher gut, ich habe sie gelesen. Ich schätze sie auch in der historischen Analyse. Was ich nur sehr problematisch finde, ist, eine historische Figur wie Mohammed jetzt in einem Psychogramm zu beschreiben als Paranoiker, als Frauenvergewaltiger, als gewalttätiger Kriegsherr und so weiter. Das war und er aber auch. Ja, ist ja in Ordnung. Die Analyse mag ja auch korrekt sein. Was ich nicht korrekt finde, ist die gesamten Muslime, die nun Mohammed folgen, quasi mit auf diese Couch. Und wir können doch nicht 1,4 Milliarden Muslime in die psychiatrische Behandlung schicken. Das ist doch völlig absurd. Ich habe in meiner Zeit in der arabischen Welt eine ungeheure Breite von Menschen erlebt. Alleine in Kairo leben 18 Millionen Muslime und wahrscheinlich lebt jeder von denen seinen eigenen Islam. Da wird auch getrunken, da gibt es Frauen, die tragen Kopftuch und sie tragen kein Kopftuch. Es gibt Menschen, die fasten und sie fasten nicht. Ich bin nie bedroht worden als Kuffar, als Ungläubiger. Also es gibt auch denjenigen, die den Geboten des Propheten folgen, eine unglaubliche Vielfalt, eine große Herzlichkeit, eine große Gastfreundschaft, auch gegenüber dem Fremden. Davon können wir uns eine Menge abschneiden. Also ich würde gerne, Herr Altu, ich würde gerne auf die Aussagen von Herrn Spahn kurz eingehen wollen, wobei ich stimme dem zu, dass wir natürlich Strukturen brauchen, die in Deutschland auch für die Muslime da sind. Die haben wir noch nicht. Und in der Übergangszeit. Sagen Sie, wir haben das Jahr 2015, Jetzt wollte ich Sie auch schon fragen. Ja. Wenn Sie sagen, Herr Spahn, mittelfristig sollten wir Imame hier haben, die Deutsch sprechen. Wieso eigentlich mittelfristig? Wer ist ausbilden? Religionslehrer, die bei uns in den Schulen zum Einsatz kommen, das sind Deutsch. Der Religionsunterricht findet unter staatlicher Aufsicht in deutscher Sprache. Ich war jetzt bei den Imamen. Und das ist doch schon ein Fortschritt. Das sind nicht die Imame, die in der Türkei ausgebildet wurden, die diesen Religionsunterricht. Sie wissen auch, wie klein der Prozentsatz ist. Bei allem guten Willen. Ich muss ja erstmal eine gesetzliche Grundlage haben. Ich kann ja nicht Lehrer ausbilden, wenn ich kein Gesetz zur Einführung des Unterrichts habe. Also und die Geisteshaltung der Verbände muss sich verändern. Wir hatten ganz kurz den Fall Mohammed Khurshid, der Professor Khurshid aus Münster. Muss aber sich auf eine Geisteshaltung der Kritiker verändern. Darf ich dann dazu was sagen? Weil dieses Beispiel ist so konkret und da sehe ich auch das Hauptproblem. Mohammed Khurshid ist ein fortschrittlicher Theologe, der Islam der Barmherzigkeit predigen will. Der mal gesagt hat, auch predigt. Er bildet Imame aus, er bildet Religionslehrer aus. Und er sagt, auch ein Nicht-Muslim kann von der Gnade Gottes aufgenommen werden. Und da haben sie, ihre Verbände, haben ein Gutachten geschrieben von 70 Seiten und haben ihn kritisiert und haben sogar verlangt, dass er das Lehrerlaubnis verliert. Sie haben ihn auch persönlich kritisiert in der türkischen Zeitung Türkiye. Und sie erwarten, dass sie die Deutungshoheit über den Islam bekommen und nicht ein fortschrittlicher Theologe der Religion der Barmherzigkeit. Wo sehen Sie das Problem, wenn ein
Theologe sagt, auch Juden und Christen können in den Himmel kommen, auch sie können von der Gnade Gottes profitieren, solange sie an Gott glauben. Jetzt ist der Alte dran. Lassen Sie ihn doch einfach mal antworten. Weil das Problem ist, Sie sagen, das ist nicht der authentische Islam. Ich sage, Gott sei Dank, ist das nicht der authentische Islam. Der authentische Islam wird gerade in Syrien und Afghanistan und Irak und bei Boko Haram betrieben. Deshalb muss auch die islamische Theologie sich von manchen authentischen Teilen trennen, damit wir uns verkraften können, damit wir zusammenleben können. Jetzt sind Sie dran. Es ist schön zu erfahren, dass der authentische Islam in Syrien, im Irak von halbstarken, aus Europa dahin gewanderten jungen Menschen, die den Islam von Islam für Dummies lernen, betrieben wird. Also mit dieser Aussage habe ich schon meine Probleme. Aber Herr Abdessamad, wenn Sie sagen, auch ich habe Herrn Khurshid kritisiert persönlich, dann müssten Sie auch wissen, was ich konkret kritisiert habe. Ich habe nicht kritisiert, dass er den Islam als barmherzig auslegt. Ich habe auch nicht kritisiert, dass er sagt, auch Nicht-Muslime, sprich Juden und Christen, können die Gnade Gottes erfahren. Das ist nämlich auch meine Einstellung und auch die meines Verbandes. Aber Herr Jeder zieht ein Zitat aus der Tasche. Der Islam ist eine friedliche Religion, der Islam ist keine friedliche Religion. Wie können wir uns darüber ein Urteil erlauben? Wir werden in eine Diskussion mit hineingezogen und werden instrumentalisiert. Letztendlich, so leid es mir tut, haben die Werte zu gelten, mit denen wir hier leben. Und wenn die verletzt werden, müssen wir Konsequenzen. Im Übrigen, wo ist das Problem? In Ägypten werden die Prediger und die Moscheen kontrolliert. Das ist in Jordanien genau das Gleiche. Und wer, ich sag mal, wer zur Gewalt aufruft, der wird zur Konsequenz gezogen. Warum ist das hierzulande nicht so? Warum können wir nicht klare Grenzen setzen? Ist mir völlig unklar. Ja, wer sagt denn, dass das nicht so ist? Herr Alto hat das Wort und behält es jetzt mal. Wer sagt, dass es hier nicht so ist oder so sein soll? Ich darf aber trotzdem dieses eine Zitat zu Ende bringen. Ich habe kritisiert, dass Herr Khurshid gesagt hat, alle Menschen, sobald sie Gutes tun, seien Muslime. Und damit tut man, glaube ich, Christen und Juden Unrecht, wenn sie sich selber nicht als Muslime definieren. Das war meine Kritik an ihm. Das andere ist theologisch ein bisschen tiefgehender, können wir gerne in einer anderen Sendung diskutieren. Aber Ihre Frage, Herr Spahn, bezüglich der Imame, die Deutsch sprechen, diese Problematik, die wird von Ihnen seit einigen Jahren thematisiert. Zu Recht. Wir als DITIB haben das schon in den 2000er Jahren thematisiert. Und seit 2006 hat die DITIB Projekte in Gang gebracht, die in Deutschland sozialisierte junge Menschen zu Imamen ausbildet. Und wir haben seit 3-4 Jahren die ersten Absolventen und wir haben auch in den ersten Moscheen die Praktikanten und die ersten Imame aus diesen Projekten. Bleiben die denn dann auch dauerhaft? Ja, die sind hier in Deutschland aufgewachsen, die meisten in Deutschland geboren. Und übrigens, es gilt die Regel, sie müssen die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Ist ja gut, wenn Sie bleiben. Wissen Sie, in einem haben Sie ja recht. Wir können hier, ich jedenfalls traue mir nicht zu, eine tiefgehende theologische Debatte zum Islam zu machen. Wahrscheinlich hätte ich schon beim Katholizismus meine Probleme in der Tiefe. Aber unabhängig, jetzt kriege ich wieder böse E-Mails, aber egal. Aber unabhängig davon geht es ja mehr auch um die Themen, woher kommt das Unbehagen in der Bevölkerung? Weil diese Umfrage ist ja da, wo 60, 70, 80% der Deutschen sagen, sie haben irgendwie ein Unbehagen, wenn es um den Islam geht. Das sind natürlich einfach die Dinge auch aus dem Alltag. Das Thema Schwimmunterricht gemeinsam von Jungs und Mädels, das immer wieder hochkommt. Die Frage der Rolle der Frau, Geschichten zur Zwangsverheiratung, der Hassprediger in Neukölln oder wo es gewesen ist. Natürlich sind das immer Einzelfälle, die dann in den Medien kommen. Aber diese Einzelfälle passieren mir einfach deutlich zu häufig an vielen Stellen. Das ist nicht nur eine tiefstgehende theologische Frage, sondern eine Frage, was wird vermittelt in den entsprechenden Gemeinden? Wie gehen Sie um mit Eltern, die zu Ihnen kommen und die Frage stellen, gemeinsamer Schwimmunterricht? Sagen Sie, ist okay oder nicht? Ich schicke meine Tochter hin, sage ich da einfach nur. Genau. Und wie geht man in Moscheen damit um? Wir haben vor 2 Jahren unsere Satzung geändert und ich glaube, in Deutschland als erste und einzige Religionsgemeinschaft in den Vorständen eine Frauenquote eingeführt.
Also wenn man fragt, wie man mit... Jetzt gerät die katholische Kirche aber mächtig unter Druck. Genau, mein Beirat zur Begleitung des islamischen Religionsunterrichts in Nordrhein-Westfalen ist auch mindestquotiert. Da ist das ein oder andere kirchliche Gremium weit von entfernt. Darf ich die Anregung von Herrn Spahn aufnehmen? Wir werden uns gleich genau nochmal mit Alltagsproblemen beschäftigen, zum Beispiel auch was die Rolle der Frau angeht. Da habe ich ja in der Begrüßung schon den Fall erwähnt, Ihrer Kollegin Julia Klöckner. Jetzt würde ich erstmal unsere Zuschauer zu Wort kommen lassen. Brigitte, was guckst du? Ja, ich bin gerade bei den kleinen Alltagsbeobachtungen, ja, die Herr Spahn gerade zitiert hat. Und ich muss sagen, dass unsere Zuschauer da auch sehr genau hingucken und kann da eigentlich direkt mit starten und anfangen. Also uns hat zum Beispiel Frau Herrmann aus Gelsenkirchen angerufen. Sie sagt, ich wohne in Gelsenkirchen und blicke mich in meinem Umfeld sehr gut um. Ich kann nur feststellen, wir haben ja alle Angst vor dem Islam. Ich glaube, dass die Politik die Sorgen und Nöte der Bürger überhaupt nicht mehr wahrnimmt. Die sind komplett von der Realität abgeschottet. Also dieses Unbehagen mit dem Blick auf den Islam können wir heute hören, können wir auch in allen Foren, die wir haben, lesen. Da ist wieder von der Politik die Rede, Herr Spahn. Wer hat denn den realistischeren Blick auf die Lage? Herr Seehofer oder Frau Merkel? Beide haben einen sehr realistischen Blick auf die Lage. Aber natürlich gibt es in Bayern noch eine besondere Betroffenheit, die ich auch gut verstehe. Sehen Sie die Situation in München. Ich glaube, wir haben alle schon, Sie merken ja in der Diskussion hier, wie schwierig das ist, auch aus Einzelfällen wieder zu abstrahieren und wieder eine Lösung zu finden. Wir nehmen schon sehr genau wahr, wie die Stimmung ist und auch welche Probleme es gibt. Es ist nur manchmal, wissen Sie, die einfache Lösung, dann müssen die alle raus aus dem Land, die ist schnell gemacht. Die muss man nur dann auch noch umsetzen können. Und ich glaube, daran verzweifeln viele, dass Rhetorik und Umsetzung manchmal nicht zusammenpassen. Und das ist im Rechtsstaat auch manchmal nicht so einfach, was vielleicht auch gut ist. Das beziehe ich jetzt mal auf Frau Merkel und Herrn Seehofer. Da muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken. Ich mache mal weiter mit unseren Zuschauern, die versuchen, sich eine Meinung dazu zu bilden. Gehört der Islam zu Deutschland, ja oder nein? Und Elke Zahn hat bei Facebook geschrieben, der Islam gehört nicht zu meiner Kultur. Er ist eine Religion, genau wie das Christentum, Buddhismus, Hinduismus etc. Das heißt Privatsache. Wir trennen nicht umsonst Staat und Kirche. Und im Gästebuch schreibt unser Zuschauer Thorsten Holzhaus, es ist unverantwortlich, Millionen Moslems nach Deutschland zu holen. Unsere Enkelkinder werden heute schon in der Schule als Ungläubige beschimpft. In 100 Jahren triumphiert in Deutschland die Scharia, darauf Brief und Siegel. Es gibt viele verschiedene Religionen in Deutschland. Es gibt Hinduisten, es gibt Buddhisten, es gibt Juden. Aber manchen Zuschauern scheinen die Muslime eine besondere Rolle einzunehmen. Und diese Sonderrolle gefällt ihnen nicht. Eine E-Mail von Elisa Schreckenbach und sie schreibt, leider beschäftigen nur Muslime die Justiz durch Kopftuchdebatten, Schächten, Schwimmunterricht, Klassenfahrten, Ehrenmorde, Zwangsheirat und das ganze Programm, während die anderen alle diese Einwände nie hervorbringen und sich verfassungs- und grundgesetzkonform verhalten. Genau hinsehen, differenziert hinsehen und vor allen Dingen erstmal die Menschen willkommen heißen, wünscht sich jetzt mal ein bisschen aus der anderen Meinungsecke unserer Zuschauer Jürgen Zerjetzki. Und der schreibt bei Facebook, man darf den echten Koran nicht mit den fanatischen Hetzparolen einiger Extremisten verwechseln. Aber die Religionsfreiheit ist halt auch ein Teil unseres Grundgesetzes. Es ist schon traurig, dass Menschen, die Hilfe brauchen, erstmal vorverurteilt werden, weil sie einen anderen Glauben haben. Und die Meinung von Angela Nölke bei Twitter, der islamische Glaube gehört zu Germany, wenn der Glaube friedlich ausgeübt wird und unser Glaube respektiert wird. Die Deutschen wollen helfen, sie wollen versuchen, die Menschen zu integrieren und sie sollten vielleicht auch klare Regeln formulieren oder sich vielleicht auch im Verhalten ändern. Dazu gibt es ganz viele Vorschläge unserer Zuschauer, ich habe ein paar rausgegriffen. Zum Beispiel die E-Mail von Joachim Fleiderer, er schreibt, die Flüchtlinge sollten uns in Erwiderung unserer Willkommenskultur zeigen, dass sie gerne nach Deutschland kommen und die Frauen deshalb an der Grenze ihr Kopftuch in den Staub treten. Ablegen würde vielleicht auch reichen. Mhm. Wie können Muslime ein Teil unserer Gesellschaft werden? Klare Regeln haben wir auch eben diskutiert. Wolfgang Mücke schreibt dazu, die Grundrechteartikel sollten in alle Sprachen der Flüchtlinge übersetzt werden. Die Flüchtlinge sollten diese Artikel erklärt bekommen. Zum Asylantrag sollten sie unterschreiben müssen, dass sie diese Grundrechteartikel anerkennen wollen. Zum Beispiel die Gleichberechtigung der Frau, die Religionsfreiheit, keine Mehrehe und so weiter. Und noch eine Meinung bei Twitter. Udo Merkel schreibt, unsere Bedienungsanleitung ist das Grundgesetz. Das sollten unsere Neubürger kennen und danach leben. Ansonsten adieu. Und ein letzter Tipp noch oder eine Idee von Florian Mörtel bei Twitter. Wer nach Deutschland kommt, muss die Wichtigkeit der Religion ablegen. Religion soll das Leben bereichern, aber nicht bestimmen. Und
das hat eben ein anderer Zuschauer sehr hübsch formuliert, es sei für ihn sowas wie Religion Leid. Und das würden die Christen auch irgendwie hinkriegen, warum nicht vielleicht auch die Muslime? Dankeschön für den Lach, Frau Löhrmann. Dankeschön für diesen Überblick, Brigitte Fischer. Vielen Dank. Was bedeutet es ganz praktisch für die Muslime, die hier leben, die Grundwerte in diesem Land zu respektieren? Manchmal ist das ganz einfach. Man gibt einer Frau, die zu Besuch kommt, die Hand. Ortstermin für Julia Klöckner. Die Vorsitzende der CDU in Rheinland-Pfalz besuchte vor 11 Tagen ein provisorisches Flüchtlingsheim in Idar-Oberstein. 230 Flüchtlinge wurden dort betreut. Vom THW, aber auch von der islamischen Gemeinde Idar-Oberstein und ihrem Imam. Als Julia Klöckner vor Ort ist, lässt der aus Marokko stammende Imam der Politikerin ausrichten, dass er ihr zur Begrüßung nicht die Hand schütteln werde, sollten sie sich begegnen. Empfang ja, Handschlag nein. Dazu kommt es dann nicht, denn auf ein solches Treffen legt Julia Klöckner keinen Wert mehr. Frau Löhrmann, dieser Imam betreut Flüchtlinge in einer Unterkunft. Der ist also Vorbild und soll das leisten, nämlich die Grundwerte des Landes vermitteln für die, die hier ankommen. Wie lange sollte er da noch bleiben? Mir ist leider auch passiert, seit ich im Amt bin, dass ich einer orthodoxen jüdischen Gruppe begegnet bin und mir auch dort gesagt wurde, man würde mir nicht die Hand geben und ich dann auch dort als Ministerin entschieden habe, dass ich dort dann nicht hingehen werde für die Landesregierung. Macht das besser? Nein, das macht es nicht besser. Ich will nur auch sagen, dass es darauf ankommt, dass wir nicht verallgemeinern und eine Religion sozusagen in eine Kiste packen und die anderen sind alles die guten Religionen. Und wir müssen auf die Werte, die uns verbinden hier, so nehme ich das wahr, dass wir auf diese Werte die Menschen verpflichten. Und ich finde, es gehört dazu, dass man sich die Hand gibt in unserer Kultur und darauf müssen wir hinarbeiten. Ich lege zum Beispiel auch Wert darauf, also wir hatten auch einen solchen Fall, dass die Schulaufsicht dann klar ist, weil eine verschleierte Frau mit ihrem Kind in die Grundschule gekommen ist. Da hat die Schulleiterin gesagt, das lasse ich nicht zu. In einer Schule muss man sich ins Gesicht gucken können. Und die Schulaufsicht hat dieser Schulleiterin den Rücken gestärkt, weil man sich sehen muss, um mit Menschen zu kommunizieren. Und daran müssen wir gemeinsam arbeiten. Herr Alto, können Sie mal erläutern, auf was kann sich dieser Imam berufen? Was ist das für eine Religion? Er hat das dann umständlich erklärt auch, hat gesagt, ja, ich gebe Frauen normalerweise die Hand, aber es ist ein öffentlicher Termin, da mache ich das nicht. Ich kann mir sogar vorstellen, dass er das damit argumentiert hat, respektvoll gegenüber Frau Klöckner sein zu wollen, was ich jetzt nicht befürworte. Kommen Sie. Was ich nicht befürworte, aber was wir hier in unserer Gesellschaft manchmal als Respekt ansehen, kann in einer anderen Gesellschaft plötzlich als Respektlosigkeit oder als Problem angesehen werden. Und in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung müssen wir auch so viel Vielfalt aushalten können. Wir müssen darauf vertrauen, dass wir zusammenwachsen können und dass wir nach einer bestimmten Zeit gemeinsame Umgangsformen schaffen, sodass alle sich gegenseitig die Hand geben. Natürlich, da müssen wir hin. Böse sein. Jetzt reden Sie wirklich drumherum. Natürlich ist das eine bestimmte Haltung, tief bis in die islamischen Gemeinden hinein, dass die Frau nicht gleichwertig ist. Das hat nichts mit Respekt zu tun. Das ist immer eine Außensicht, das sehe ich übrigens ganz anders. Was ich bedauere, ist eigentlich, dass die muslimischen Gemeinden in Deutschland so wenig Mut haben, sich von diesen ganzen Strömungen zu befreien und auch mal laut zu schreien und zu sagen, nein, dieses hat mit diesem Land und der Grundordnung oder den Grundwerten in diesem Lande nichts zu tun. Das ist immer so ein Wischiwaschi, so wie eben gerade. Nein, das kann auch respektvoll sein und so weiter. Schauen Sie, wir haben Imame, die rufen offen zur Gewalt auf. In der Berliner Al-Nur-Moschee ein Sheikh, den ich im Libanon wieder getroffen habe, hat sich bei mir, weil er perfekt Deutsch sprach, heftig darüber beklagt, dass man ihm quasi die rote Karte in Berlin gezeigt hat. Und fragt mich, was hat das mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu tun? Und am nächsten Tag in Tripoli auf dem Platz ruft er die jungen Muslime dazu auf, in den Heiligen Krieg nach Syrien zu ziehen und zitiert den Koran, schlagt den Ungläubigen den Kopf ab. Also, Herr Ossenberg, was haben Sie dem Mann geantwortet eigentlich?
Bitte? Was haben Sie dem Mann geantwortet, der Sie fragt, warum darf ich das nicht sagen in Deutschland? Ja, wir haben lange darüber diskutiert, aber das Schlüsselerlebnis kam ja erst, als ich ihn am nächsten Tag dann auf dem Platz in Tripoli erlebt habe, wo ich gesagt habe, das darf doch alles gar nicht wahr sein. Ja? Und da finde ich, dass die muslimischen Gemeinden zu weich sind, dass sie die Fehler nicht benennen, dass sie nicht ganz klar machen, wie wir oder wie die Muslime sich in diesem Lande positionieren sollten. Dafür gibt es sehr viele Beispiele und das bedauere ich sehr. Jetzt ist Herr Alte dran, der muss sich rechtfertigen können. Ich bedauere es, dass wir jetzt an Umgangsformen ein Bleiberecht für Menschen hier in Deutschland festmachen. Weil es gibt kein... Das hat er nicht gemacht. Es gibt kein Wenn und Aber. Das hat er nicht gemacht. Er hat nur gesagt, es wäre doch schön, wenn die muslimischen Verbände sich auch klar bekennen würden zu den Umgangsformen hier in Deutschland. Das ist das Einzige, was Herr Ossenberg gesagt hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Das tun wir auch. Und ich habe eben auch zum Beispiel deutlich gesagt, wie wir zum Thema Gleichberechtigung von Mann und Frau stehen. Wer ist wir? Wir als DITIB und auch die muslimischen Verbände in Deutschland. Ich glaube, dass ich auch in diesem Sinne im Namen der anderen muslimischen Verbände, die hier organisiert sind, reden kann. Wir akzeptieren natürlich die Grundwerte unserer Gesellschaft. Aber es ist eine Gefahr, wenn wir sagen, jemand, der sich so und so nicht verhält oder diese Umgangsform so nicht pflegt, wie wir sie hier haben wollen, der gehört hier nicht zu. Dann rutschen wir in eine Schiene ab, wo wir ganz schnell unsere freiheitliche demokratische Grundordnung aufgrund bestimmter kulturhierarchischer Aspekte aufgeben. Und das ist eine Gefahr für uns. Der Mann hat zur Gewalt aufgerufen. Entschuldigung, es geht jetzt nicht um den Mann, sondern es ging jetzt um die Rolle der Frau. Ich kenne den Imam nicht. Ich habe auch deutlich gesagt, dass ich seine Umgangsform hier nicht billige und nicht rechtfertige. Ich habe Frau Löhrmann, glaube ich, jetzt mehrfach die Hand mittlerweile schon gegeben. Herr Altu, das ist kein Thema. Herr Altu, darf ich einfach mal... Es sollte jemand mal sich ein bisschen anders machen. Frau Löhrmann, Herr Alto, darf ich mich mal als Sprachausleger versuchen? Sie sagen Umgangsformen. Unter Umgangsformen verstehe ich, wenn ich meinem Sohn sage, sag guten Tag, guck jemandem in die Augen. Das ist für mich eine Umgangsform. Ein Imam, der einer Politikerin nicht die Hand gibt, das er vorher auch noch ankündigt, das hat für mich jetzt nichts mit Umgangsformen zu tun, sondern das fußt offenbar auf einer religiösen Einstellung. Ja. Und das ist die Frage, nicht die Umgangsform, sondern welche Religion steht dahinter und welche Auswüchse hat das für diese Gesellschaft? Gehen Sie da mit bei dieser sprachlichen Differenzierung? Also natürlich sind das seine Umgangsformen. Jetzt sagen Sie wieder Umgangsformen. Natürlich sind das seine Umgangsformen, die aus seiner religiösen Motivation herrühren. Und da müssen wir natürlich... Wer soll sich denn da anpassen? Er oder Frau Klöckner? Soll Frau Klöckner sagen, habe ich verstanden, ist nicht schlimm? Das habe ich eben, glaube ich, auch schon gesagt. Wir müssen gemeinsam dazu kommen, dass wir im Kontakt mit diesen Menschen dazu schaffen, dass wir die gemeinsamen Umgangsformen, dass man sich eben hier in diesem Lande die Hand gibt, schaffen. Genau hier sehe ich dann die zwei Probleme. Erstens, dass die Islamverbände den Eindruck erwecken bei der Bevölkerung, dass sie die Probleme nicht benennen und auch nicht bekämpfen. Und sondern schön reden. Das kommt sehr oft bei DITIB und auch beim Zentralrat der Muslime, wenn Herr Masiek auch über solche Probleme spricht. Und viele Menschen in der Gesellschaft nehmen ihnen das nicht mehr ab. Und es ist Zeit, dass sie das auch merken. Das ist ein Problem. Das zweite Problem ist, dass die Politik sich auf die Islamverbände, auf die konservativen Islamverbände verlässt, um Neuankömmlinge zu integrieren, und das ist der falsche Weg. Diese Menschen sind aus Gesellschaften gekommen, wo dieses konservative Gesellschaftsbild und Umgangsformen auch mitverantwortlich sind für die Zerstörung dort und dafür, dass die Leute nicht zusammenleben können. Und die Verbände dürfen nicht diese Menschen vereinnahmen, die zu uns kommen und genau die gleichen Strukturen und die gleichen Umgangsformen, um sie zu wiederholen, nochmal hier wieder zu beleben. Diese Menschen brauchen Emanzipation von all dem, was ihre Länder kaputt gemacht hat. Und die Islamverbände sind für mich keine Hilfe dorthin. Also Herr Masiek hat mir bisher auch immer die Hand gegeben. Und ich fand es zum Beispiel interessant, dass Herr Masiek, nachdem auf die Wuppertaler Synagoge ein Brandsatz geschleudert wurde, Herr Masiek gesagt hat, ich gehe jetzt dahin und gehe in die Synagoge und will dort ein Zeichen für Toleranz und das Miteinander der Religionen setzen, weil so kommen wir hier nicht weiter. Und trotzdem möchte ich nur mal, das ist die spannende Frage, aber ja, wie viele ziehen da mit und stehen dahinter? Ich kann mich noch kurz gut erinnern, die Veranstaltung am Brandenburger Tor nach den Anschlägen in Paris im Januar war es, glaube ich, wo wir die islamischen Verbände aufgerufen haben, auch zu dieser Kundgebung in Berlin, wo ich weiß nicht, wie viele 100.000 wohnen.
Da waren von den 5.000, die auf dem Platz standen, keine 500 Muslime, würde ja, das ich behaupten. Problem war aber, so, dass die Politik ja, aber das ist doch die spannende Frage, was steht da noch dahinter? Ich finde, das müssen wir schon miteinander mal ausdiskutieren und wie weit wird das tatsächlich auch durchgetragen. Das Zweite nochmal, weil mich das die ganze Zeit beschäftigt, natürlich kann ich von einem Imam aus Marokko vielleicht noch nicht am ersten Tag erwarten, dass er alle Umgangsformen kennt. Jetzt ist ja die spannende Frage. Er ist seit Jahren hier. Ich kenne ihn nicht, wenn er ja, schon seit Jahren hier ist, weil es hieß aus Marokko. Wenn er schon seit Jahren hier ist, dann umso schlimmer. Aber die eigentliche Frage ist ja, wie kriegt man die vermittelt erstmal so ein paar Grund? Also die Frage ist ja, wir reden jetzt immer von Deutschkursen, die wir schnell machen wollen. Manche sagen vielleicht schnell ein Willkommenspaket. Ich fand übrigens die eine E-Mail, die sagte, man könnte ja zum Asylantrag vielleicht auch einfach mal eine Unterschrift leisten, dass man die Grundwerte hier, warum? Sich zum Grundgesetz bekennen ist doch jetzt, also ich habe ein Verständnis davon, Genfer Flüchtlingskonvention, Artikel 2. Heißt, Flüchtlinge haben die Regeln im Gastland zu akzeptieren. Steht sogar in der Flüchtlingskonvention. Und ich halte das für ziemlich selbstverständlich, dass Flüchtlinge nicht nur Rechte haben, sondern am Ende auch Pflichten. Selbst wenn sie aus ganz schwierigen Situationen kommen, müssen sie am Ende auch die Regeln des Gastlandes akzeptieren. Und bei uns ist das Grundgesetz, finde ich, ziemlich leicht. Wenn wir über die Regeln des Gastlandes sprechen, dann können wir noch mal über einen Begriff reden, der vor Jahren hier für eine große Diskussion gesorgt hat. Der Begriff der Leitkultur. Damals hieß es, nein, das sind ja wieder so nationalistische Klänge, die mit diesem Begriff verbunden werden können. Jetzt taucht er wieder auf in dieser Diskussion, weil wenn ich das mal übersetze, was Sie gesagt haben, Unterschrift unter das Grundgesetz leisten, auch Herr Masiek, der Chef des Zentralrats der Muslime, gerade ist er zitiert worden, fordert ja so etwas wie Staatsbürgerkunde und eine Art Grundgesetzführerschein. Wenn man das mal zusammenfasst, ist das ja wieder dieser Begriff der Leitkultur. Wir haben Menschen in Bochum gefragt, was ist eigentlich für Sie Leitkultur? Und da kommt Witziges bei raus, aber auch Philosophisches, vielleicht auch eine Handlungsanweisung. Schauen Sie sich das mal an. Können Sie mir erklären, was die deutsche Leitkultur ist? Was ist das? Pünktlichkeit, Ordentlichkeit, Disziplin, Organisiertheit. Sauberkeit und Ordnung. Nicht arbeitsscheu, fleißig, sparsam. Was deutsch ist? Fußball. Fußball. Ja. Teil der deutschen Leitkultur. Genau. Was kann man denn? Kartoffeln essen zum Beispiel. Wäre schon mal eine Sache. Essen wir zu Hause sehr oft. Was ist denn die deutsche Leitkultur? Die deutsche Leitkultur? Ach du grüne Neune, so eine schwierige Frage. Meinungsfreiheit, die wir haben. Dass alle Menschen gleich sind vom Gesetz, ist egal, wo sie herkommen. Jeder kann machen bei uns, was er will, wenn er den anderen nicht stört. Und jeder darf auch machen, was er will. Die Freiheit des einen hört da auf, wo die Freiheit des anderen beginnt. Und wenn er rücksichtsvoll ist, dann kann er machen, was immer er will, wenn er auf die anderen Rücksicht nimmt. Das ist deutsche, das ist meine Leitkultur. Ja, ein bisschen Leitkultur, fast ein bisschen kategorischer Imperativ von Kant. Herr Spahn, trifft es das, was Sie als deutsche Leitkultur heute verstehen würden, September 2015? Das trifft es auch ziemlich genau. Für mich gehört dazu Rechtsstaatlichkeit, die Trennung von Staat und Religion. Eigentlich das, was im Grundgesetz angelegt ist. Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit und zwar in der ganzen Konsequenz bis hin, dass ich, auch wenn es nicht schön ist, mir gefallen lassen muss, ob eine Bibel oder ein Koran, dass sie in eine Toilette runtergespült werden. Die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Da gibt es übrigens auch Themen, die wir uns selbst erst erkämpft haben in den letzten Jahrzehnten. Ich meine, dass da Schwule und Lesben wie selbstverständlich ihre Liebe zeigen können, war in den 50er Jahren auch nicht so, wie es heute ist. Also das sind ja auch Dinge, wo so Deutschland sich weiterentwickelt hat und die deutsche Gesellschaft. Halt, du, und trotzdem halt, du, gehört das, Entschuldigung, gehört halt, das du, heute das, mit dazu. Ist das ein Vorbild für Sie, wenn Herr Spahn sagt, das haben wir uns auch erstmal erkämpfen müssen? Ja, dass wir zum Beispiel Homosexuelle nicht mehr als Aussätzige behandeln, dass wir ihnen ein Leben in Partnerschaft ermöglichen, ein ganz normales Leben. Ja, ist das eine Errungenschaft? Die Gleichberechtigung ist ja noch nicht ganz auf dem Niveau, wie einige das fordern, aber trotzdem, es gibt immer diese Veränderung in der Gesellschaft und ich kann mich mit fast allen Begriffen, bis auf Fußball, da bin ich nicht so der ganz große Fan, aber mit allen anderen Begriffen in diesem Video kann ich mich sehr gut identifizieren. Aber da fiel ein besonderer Begriff, der mir gefallen hat, Rücksicht. Und Rücksicht muss beiderseitig sein. Wir erwarten von den Muslimen immer Rücksicht auf unsere Werte. Gleichzeitig muss man auch Rücksicht auf die Grundwerte der Muslime haben. Welche Werte? Auf die Grundwerte der Muslime. Das müssen Sie, Herr Abdeshamad, als ehemaliger Moslem sehr gut wissen. Erklären Sie uns das. Entschuldigung, die meisten Leute kennen das nicht. Welche ich Werte möchte aber jetzt auf ein paar andere Themen eingehen. Welche Werte meinen Sie? Welche Werte meinen Sie? Zum Beispiel, dass man die
Sachen, die man für heilig hält, wie den Koran oder den Propheten, auch respektiert und nicht provoziert mit diesen Symbolen ständig. Habe ich kein Recht, ein kritisches Buch über Mohammed zu schreiben? Ein kritisches Buch, natürlich. Ja. Ein Pamphlet, wie Sie das gemacht haben, eher selbst, nicht. Das aber ist selbst, kein kritisches Buch mehr, Pamphlet, was Sie da geschrieben Entschuldigung, nein, haben. Entschuldigung, nein, fundamentaler Widerspruch. Sie müssen in einer liberalen, freiheitlichen Gesellschaft, in der unser Grundgesetz gilt, auch ein Pamphlet. Sie müssen es nicht mögen, aber Sie müssen es tolerieren und es darf geschrieben werden. Da darf keine Sekunde ein Zweifel bestehen. Ich darf in einer demokratischen Gesellschaft auch sagen, dass es ein Pamphlet ist, dass es eine Schmähschrift ist. Dieses Recht habe auch ich. Und das ist mit Rücksicht, was ich meine. Haben Sie das Buch gelesen überhaupt, um dieses Urteil zu machen? Haben Sie das Buch gelesen? Ich bin auf der Herfahrt, habe ich ein bisschen den Montag gehört und da war der Jürgen Becker. Und der Jürgen Becker hat gesagt, dass es allen Religionen gut tut, wenn man auch über sie lachen kann. Dass das ein Fortschritt wäre. Und das, finde ich, kann vielleicht auch ein bisschen helfen, dass jetzt nicht hier, wie Sie das gesagt haben, fand ich eben richtig, wir kommen hier so in so eine Schiedsrichterrolle. Wer hat denn jetzt vielleicht recht von beiden? Und zur Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit gehört auch das dazu, dass es Karikaturen gibt. Man muss das ja nicht schön finden, man muss ja nicht die Religion verletzen, aber auch das gilt für alle. Wenn in der Stunksitzung Herr Meißner durch den Kakao gezogen worden ist, dann muss das jede Religion aushalten. Frau Löhmann, ist es schön, dass Sie Nordrhein-Westfalen für den Nabel der Welt haben. Wir senden in ganz Deutschland. Die Stunksitzung ist eine Karnevalssitzung. Das ist eine Zusammenkunft von Menschen, die hören, glaube ich, auch Menschen verstehen nicht alles, aber soll sehr lustig sein. Ja. Also wenn Sie in der arabischen Welt fragen, was ist deutsche Leitkultur, dann kriegen Sie ähnliche Antworten wie hier, nämlich Fleiß, Disziplin, Fußball. Da ist in den letzten Wochen etwas dazugekommen. Das ist die Aufnahmebereitschaft der Deutschen. Das ist die Barmherzigkeit gegenüber den Flüchtlingen. Das ist eine ungeheure Sympathiewelle, die man hat ganz genau registriert, was da passiert ist. Ich finde das nicht schlecht, wenn das zu unserer Leitkultur mit dazugehören würde. Herr Ossenberg, eine ganz schwierige Frage an Sie. Ermöglichte es erst das, was Frau Merkel getan hat, jetzt auf der anderen Seite ganz klare Kante zu zeigen? Hätte man Dinge, die vielleicht jetzt noch kommen, hätte man die früher gemacht, wären wir wieder in der rechten Ecke gelandet. Man hätte vielleicht gesagt, das können wir uns nicht trauen. Schon der Begriff Leitkultur ist damals unter Generalverdacht gehalten. Ist es jetzt die andere Seite der Medaille, dass man anders auf Deutschland guckt und deswegen auch die andere Seite, die klare Kante betonen kann, ohne in Generalverdacht zu geraten? Sehr dialektisch. Kann ich nicht sagen. Das ist sehr dialektisch, ja. Vielleicht können wir auch deshalb nur so großherzig sein, weil Herr Orban eine Mauer baut oder einen Zaun. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir auch aus der deutschen Geschichte gelernt. Das ist ganz schwierig. Ich habe es gesagt, sind schwierige Fragen. Vielleicht haben wir auch gelernt, dass die Integrationspolitik ja fehlerhaft war, weil wir so lange damit gehadert haben, ob wir jetzt ein Einwanderungsland sind, ja oder nein. Wir haben ja darauf gesetzt, dass die Leute etwa der Gastarbeiterbewegung wieder zurückgegangen sind. Da haben wir daraus gelernt und inzwischen gestalten wir Integrationspolitik. Und jetzt wollen wir sie von Anfang an gestalten. Sagen Sie nur, damit wir ich möchte jetzt nicht den großen Parteien schreiben, Herr Spahn, Sekunde. Wer hat da eigentlich jetzt die größere Rolle rückwärts gemacht? Frau Merkel als Konservative, die sagt, wir müssen helfen, oder die Grünen, die von denen plötzlich Töne zu vernehmen sind, für die Sie wahrscheinlich selbst vor 2 Jahren noch heftige Watschen verteilt hätten. Ja, Politik ist immer auch der Blick auf die Wirklichkeit und damit angemessen umgehen in der jeweiligen Situation. Ich finde aber, statt Leitkultur hat der Bundespräsident, mit dem wir ja angefangen haben, eine sehr schöne Formel gefunden. Auch in Münster übrigens. Wir brauchen die Diskussion über ein neues deutsches Wir, die Vielfalt der Verschiedenen, weil sich unser Land natürlich verändert hat. Und natürlich können nicht wir sagen, das ist dieses Land, sondern müssen berücksichtigen, welche anderen Dinge dazugekommen sind, um daraus aber eine gleichberechtigte zivile Gesellschaft zu formen auf dem Boden unserer Verfassung, auf dem Boden unseres Grundgesetzes. Aber das meint doch der Begriff. Jetzt ist doch der Begriff. Aber es gibt so ein paar Dinge, die sind halt nicht verhandelbar. Ja. So, und da müssen wir halt auch sehr, sehr, sehr klar sehen. Aber da verheddern sich ja manche. Dann ist da Multikulti und man hat irgendwie Verständnis für andere Traditionen und Religionen. Und dann passt das aber auf einmal nicht mehr mit der Emanzipation der Frau zusammen. Richtig. Oder mit den Rechten von Schwulen und Lesben. Und dann ist man auf einmal so ein bisschen verheddert vor lauter Emanzipieren. Ja, und deswegen werbe ich halt sehr dafür, dass es so ein paar Dinge gibt, die kann auch keine Religion und keine Tradition und egal wo jemand herkommt und was er alles schon erlebt hat im Leben, Kirche, der kann da keinen Rabatt an der Stelle. Die Kirche verhindert auch, ein schwuler katholischer Religionslehrer, dem wird die Missio entzogen.
Sagt die Katholikin Löhrmann, dieser Blick in den Spiegel, wir sind schon... Das ist was anderes. Das ist intrakatholische Regelungen sind ja wohl was anderes, als wenn wir jetzt hier... Das wird mir jetzt aber zu schwierig. Intrakatholisch ist was für später, Herr Spahn, Frau Löhrmann. Wir sind schon in der Sendezeit der Tagesthemen und ich möchte Herrn Altug um ein Schlusswort bitten. Kriegen Sie das in 15 Sekunden hin. Wir haben viel... Frau Löhrmann, Sie sind Schulministerin, ich ermahne Sie. Also, gut. Hausaufgaben. Entschuldigung, lassen Sie mich noch eine Frage stellen. Das hat sich so am Schluss bewährt, behaupte ich jetzt mal. Kriegen Sie es in 15 Sekunden hin. Wir haben viel über Forderungen an die Muslime, die kommen, die da sind, geredet. Was fordern, was wünschen Sie sich von Deutschen? Kriegen Sie in 15 Sekunden hin. Also ich wünsche mir von Deutschland, von meinem Land, dass wir Integration wie früher nicht über den Köpfen der Migranten machen, wie es jahrzehntelang gelaufen ist, sondern mit den Migranten. Und genau diese Diskussion, die wir haben momentan, wie denn die Muslime seien, diese Fremddefinition, das ist hinderlich. Wir müssen mit den Muslimen, mit den muslimischen Verbänden, aber auch mit den Flüchtlingen uns zusammensetzen und gemeinsam die Zukunft verändern. Herr Altug, herzlichen Dank. Danke und ganz schnell nach Hamburg zu Thomas Roth und den Tagesthemen. Was